Willkommen zum gepinnten Video in meiner Klettersteig-Playlist. Ich habe dieses Video nun für dich gemacht, weil ich mit Stand September 2020 bei nahe 350 Videos aus den Alpen am YouTube-Kanal von Alpine Momente veröffentlicht habe. Darunter finden Sie mittlerweile sehr viele Klettersteig-Videos auch und YouTube schlägt immer wieder neuen Zuschauerinnen und Zuschauern meine Klettersteig-Videos, aber auch die anderen Bergvideos vor. Fast immer, wenn es um anspruchsvolle Bergtouren ab dem ersten Schwierigkeitsgrad, um anspruchsvolle Skitouren oder aber auch um Klettersteige in meinen Videos geht, dann treten sicherheitsrelevante Fragen auf. Seit ich 2018 in mittlerweile über 250 Videos mit euch interaktiv mündlich kommuniziere, so wie ihr das jetzt eben gerade seht, habe ich immer alle sicherheitsrelevanten Themen, die bei einem Video aufgetreten sind, mündlich angesprochen. Genauso habe ich mir immer die Mühe gemacht, diese sicherheitsrelevanten Themen erstens in der Beschreibung unten einzubauen, zweitens gegebenenfalls in den gepinnten Kommentar einzugeben und drittens habe ich die Kanalbeschreibung dementsprechend auch adaptiert, sodass diese Information für jeden zugänglich ist. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die da aus welchen Gründen auch immer drüber fallen und diese Informationen ignorieren oder ein Thema draus machen. Und daher widme ich dieses Video jedem Zuschauer von Alpine Momente, dem dieses Video vorgeschlagen worden ist, wo ich ganz konkret sage, was du auf einem Klettersteig auf keinen Fall ohne weiteres nachmachen darfst. Und zwar dann, wenn du keine tödlichen Konsequenzen am Klettersteig erleben möchtest. Sprich, mach das, was du jetzt siehst, nicht nach, wenn du nicht vorhast zu sterben. Und beherzige dann auch am Schluss die Hinweise, die ich nochmal geben werde. Wenn dir das Video gefällt, dann lass gerne einen Daumen da und wenn du auch künftig keine weiteren Videos mehr verpassen willst, dann kannst du gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, aktiviere auch die Glocke, dann kriegst du eine Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Und jetzt starten wir schon los. In der Klettersteig-Szene gibt es ein großes Missverständnis. Viele Klettersteiggeher verwechseln Klettersteiggehen mit Klettern. Das Stahlseil im Klettersteig dient per Definitionem nicht nur zur Sicherung, sondern auch als Fortbewegungsmittel. Benutzt man das Seil nicht nur zur Fortbewegung und stürzt, kann das Seil zwar bei eingehängtem Klettersteigset den Totalabsturz verhindern, Stürze im Klettersteig haben dennoch meist extrem schwere Verletzungen zur Folge. Ein Klettersteigset bietet die verschiedensten Arten der Sicherung. Nur eine Variante bietet dir jedoch Schutz vor dem Totalabsturz. Das richtige Verwenden beider Karabiner. Bergauf ist auf, ja. Nee. Geh mal ein bisschen weiter, gell? Ja. Benutzt man nur einen Karabiner, gibt es auch eine Empfehlung vom Alpenverein. Und diese ist im Wortlaut: Verwenden wir im leichten Gelände nur einen Karabiner, hängen wir den zweiten einfach dazu. Niemals hängen wir ihn in den Anseilring, da ansonsten der Bannfalldämpfer kurz geschlossen wird und im Falle eines Sturzes das Klettersteigset versagt. Ein gutes Video dazu habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Entsprach die letzte Szene der Norm? Ja, der Karabiner wurde in den zweiten dazugehängt und der Bannfalldämpfer konnte nicht kurz geschlossen werden. War das leichtes Gelände? Per Definition war es schwer, da Kategorie C. Was war noch zu sehen? Ein Totalabsturz hätte passieren können, da während des Umhängens kein Karabiner eingehängt war. Was war zusätzlich zu sehen? Der Klettersteiggeher steht während des Umhängvorgangs und ist mit beiden Füßen sicher gestanden und hat eine Hand fest am Stahlseil. Er ist mit 3 von 4 Verbindungsmöglichkeiten mit dem Berg verbunden. Eine Hand und 2 Füße. Der Klettersteiggeher bewegt sich somit nach der 3-Punkt-Regel, einem Konzept der Steigtechnik im Klettersport, fort. Ein Konzept, dessen sich der Begeher, also ich, bewusst ist. Genauso ist die Kategorie C für den einen schwer, für den anderen leicht. Ein Kilian Jornet, ein Dani Arnold oder andere würden über diese Schwierigkeiten lachen. Ein erfahrener Klettersteiggeher hingegen würde sich fragen, warum man in einem AB-Steig überhaupt ein Klettersteigset dabei hat. Die Verwendung ist immer eine individuelle Sache.
Jetzt ganz am Anfang gleich einmal ein wichtiger Kommentar. Ihr seht es, ich bin nur mit einem Karabiner eingehängt. Das ist was, was nicht der Lehrmeinung entspricht. Und das kannst du nur machen, wenn dir bewusst ist, dass du den Tritt oder den Halt nicht verlieren darfst. Weil wenn du das machst, dann stürzt du ab und dann bist du hin. Also macht das nicht nach. Und was, wenn man mich als Vorbild sieht? Diese Frage habe ich bereits im Juli 2019 beantwortet und diese Antwort ist auch nach wie vor gültig und wird auch weiterhin ihre Gültigkeit haben. Wenn du als Vorbild angesehen wirst, und was möchtest du dazu sagen? Also erstens ehrt es mich natürlich, wenn ich als Vorbild gesehen werde. Was ich aber euch mitgeben kann oder worum ich euch eigentlich bitte, seht mich als Vorbild in meiner Lebensweise, die Motivation und die Hintergründe, die ich euch gern weitergebe, die Authentizität, die Lebensfreude, seht mich in dem Bereich als Vorbild, als ein Stehaufmandel, das sich nicht unterkriegen lässt, weder von Krankheit noch von Unfällen. Darin sehe ich mich als Vorbild, aber bitte seht mich nicht als Vorbild als Alpinist. Die wenigsten von euch, die zuschauen, sind meine Tourenpartner. Keiner von euch, der mich nicht persönlich kennt und nicht mit mir unterwegs gewesen ist, den bitte ich einfach, mich nicht als Vorbild zu sehen und mich bitte nicht zu imitieren. Weil ihr kennt meine alpinistische Geschichte nicht. Dementsprechend ist es nicht zielführend, dass man was genau gleich macht wie ich, weil ich eben auch, ich versuche es natürlich, noch Lehrbuch unterwegs zu sein, aber ich bin es sehr, sehr oft nicht hundertprozentig. Vielleicht sind es 70%, vielleicht sind es 50%, vielleicht ist wirklich einmal ein Griff ins Klo, wenn man so schön sagt, und es ist gar nichts nach Lehrbuch. Ich stehe zu 100% hinter dem, was ich immer gemacht habe. Ich stehe dahinter, aber setzt mich bitte nicht als Vorbild und zieht eure eigenen Schlüsse und macht das in Eigenverantwortung und als Alpinist bitte nicht als Vorbild sehen. Also wir hören uns jetzt rein und gleich vorweg. Kinders, nicht nachmachen, und ihr seht, dass ich mir nur mit einem Karabiner einhänge. Immer verwendet man es jetzt normgerecht, aber Kinders, nicht nachmachen. Und euch nicht sicher seid, wie das geht, lernen könnt ihr es beim Alpenverein, bei Alpinenvereinen und Bergführern. Und jetzt geht's rein in Grünschein-Klettersteig. Viel Spaß! Ich weiß nicht, wie lange das Untersberg-Klettersteig dauert. Mahlzeit, Leute. Und übrigens, wir haben den Klettersteig nicht gerockt, wir sind den Klettersteig gegangen. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich habe es zwar am Anfang schon gesagt, Kinders, nicht nachmachen, das ist kein Lehrvideo. Ich habe es da einfach nur gesehen, wie der Grünsteinklettersteig ausschaut. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze geht, schaut einmal in meine Kanalbeschreibung rein, da steht das ganz genau, dass ihr da nur Tourninformationen kriegt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr es lernt, geht es zu Alpinschulen. Naturfreunde beispielsweise, Alpenverein beispielsweise oder zum Bergführer. Danke. In dem Sinn, liebe Leute, glaube ich, ist alles gesagt. Wir maßen es uns nicht an von alpinen Momente, dass wir irgendwas lernen. Wir weisen immer darauf hin, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unsicher seid, geht es zu Alpinschulen, geht es zu Bergführern, geht es zu den Naturfreunden, zum Alpenverein, zu alpinen Vereinen, da könnt ihr alles lernen. Wir sind lediglich da, um Touren zu dokumentieren, um neue Informationen an euch rauszugeben. Wir sind oft die Ersten, die diese Informationen rausgeben. Wir freuen uns darüber, wenn ihr das anschaut, wenn ihr uns weiterhin begleitet, die Treue erhält. Ich freue mich über jeden Kommentar, der unten reinkommt, über jeden konstruktiven Kommentar. Aber ich denke einmal zum Thema Sichern, Lehrbuch und vor allem, wie gefährlich das ist, das Ganze einfach so nachzumachen, ist jetzt wirklich alles gesagt. Zusammengefasst gesagt, zwei Sätze. Erstens, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung ist das höchste Gut in den Bergen. Und zweitens, wenn du das Ganze unreflektiert nachmachst, was du da am Kanal siehst, dann kann das zu deinem Tod führen. Diese Videos lehren nichts, diese Videos geben lediglich eine Toureninformation weiter. Und ich freue mich, dass diese Toureninformationen bei so vielen Leuten von mir am Kanal so einen großen Support haben. Danke, liebe Leute, ihr seid die Besten und von den neuen Zuschauerinnen und Zuschauern, diejenigen, die in Zukunft nichts mehr verpassen wollen, hier seinen Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf,
Ciao, pfiat euch, Berg heil, bleibt's geil!